Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu Part 3 meiner Skill Game Challenge bei FIFA 15 hier bei EA direkt vor Ort. Ich kann ja hier mal ganz kurz rumfilmen, ja, da seht ihr hier, sitzen sie alle rum und kann man das sehen? So, hier sitzen sie rum und machen Aufnahmen, da sitzen sie, überall sind sie und da rennen sie rum. Und ich sitze hier und nehme für euch Skill Games auf und werde jetzt nochmal die nächsten probieren. Und da hatte ich ja schon gesagt, jetzt muss ich erstmal mich positionieren wieder. So. Da habe ich ja gesagt, in diesem Part gibt es fortgeschrittenes Schießen und zwar mit Bayern-Spielern. Bin ich jetzt richtig hier so? So? Passt, passt, oder? Ja, okay, also diesmal habe ich so einen Halb-Bayern-, Halb-Dortmund-Spieler. Und zwar habe ich Lewandowski genommen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. LB plus B Lupfer. Da haben wir Lewandowski. Die Werte, die ihr hier seht in den ganzen Videos, die sind alle höchstwahrscheinlich nicht final, ja. Also nicht wundern, wenn sich da noch was ändern sollte. Jetzt muss ich erstmal über diese Mauer hier drüber kommen. So, ein bisschen länger drücken vielleicht. Das wäre mal ganz gut. Ja, dann klappt's auch. Ah, schade. Reifen von hinten getroffen. Aber noch 2000 Punkte bekommen für irgendwas. So, ja, komm, komm, Cooler noch rein. Nee. So. Ja, 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 ja. Ah! Der darf halt, glaube ich, auch gar nicht diese Mauer berühren. Oh! Oh, was? Der war doch noch perfekt! So, nee. Was mache ich falsch, was andere Leute immer richtig machen? Ja, ja, schön! Mit dem Aufsetzer, so muss man es wohl machen. 7800 Punkte, das war also die zweite Übung hier. Kann man natürlich alles besser machen, das ist mir klar. Aber das ist mein erster Durchgang für alle Übungen hier. Ich habe hier noch nichts gemacht vorher von. So, LT halten plus B. Flairschuss. Was ist das denn bitte? Ein Flairschuss. Bei dieser Übung wird dir ein hoher Ball von 4 verschiedenen Positionen aus zugespielt. Ach so, okay, ja, LT ist so ein Spezialschuss. Das war ja bei FIFA 15 nicht anders. Da kannst du jetzt quasi hier auch einen Fallrückzieher machen. Oder? Was ist das dann? Das muss ich muss das jetzt erstmal ausprobieren, was das ist. So, jetzt halten wir mal. Krass. War das jetzt anders, als das normal wäre? Dann? Der, ist das der Flairschuss, wenn man den jetzt hier so drüber schießt oder was? Ja, siehst du, jetzt macht er nämlich einen Fallrückzieher, Seitverzieher. Ich muss jetzt nochmal weiter probieren. Aber das gab es auf jeden Fall so schon bei FIFA 14. Genau diese Übung, meiner Meinung nach. Und jetzt mache ich hier einfach so. Bam. Ist das jetzt die Skill-Challenge da oder mal, ich weiß es gar nicht. Boah, dass er den noch genommen hat, das war auch nicht schlecht. So. Ja, aber irgendwie treffe ich jetzt auch das Tor hier nicht. Vor allen Dingen Lewandowski gegen Weidenfeller. What? Alter, so ein Ding im Spiel, das wäre halt echt einmal ein Traum. Das wäre richtig geil. So. Bäm. Oh, wie Weidenfeller den halt einfach mit der Hand noch so wegfightet. Oh, der war ein Zuckerschuss vom Allerfeinsten hier, Lewandowski. Ich glaube, da habe ich auch genau den richtigen genommen. Ja, gut. Okay, wie viele Punkte brauche ich denn hier oder wie läuft das ab? Oh, schön, aber nicht ganz an. Ah. Ja, da war er noch, ne? 2000 Punkte hat er noch gezählt. Nehme ich mit, letzter Versuch. Bäm, aber der Weidenfeller kommt halt einfach noch überall dran. Aber vielleicht sollte ich die auch nicht alle direkt annehmen oder was? Ich weiß es nicht. Aber es hat locker gereicht, um hier weiterzukommen. Jetzt kommt erst Goldlevel. Was mache ich denn hier? Was rede ich denn hier für einen Stuss? Bei dieser Übung trainierst du Zweikämpfe in der Luft. Bei Kopfballduellen ist das Stellungsspiel entscheidend. Bewege deine Spieler in Richtung des Balls. Wenn dieser in der Luft ist, lade den Kopfball dann auf. Kurz bevor dein Spieler zum Kopfball hochgeht, zielst du schnell aufs Tor und gibst deinen Kopfball in eine Richtung. Du hast 16 Versuche, um möglichst viele Punkte zu erzielen. Na, machen wir das mal. So, das ist eigentlich eine ganz wichtige Übung für mich. Oh, ich treffe diesen einzigen Spieler da vorne, ey. Komm. Ja. Immerhin. Oh, jetzt hat er mal gewonnen. Ja, hier hätte man jetzt halt gerne so ein... Na, Lewandowski oder Mandzukic wäre natürlich noch besser. Jetzt muss ich halt gucken, dass ich irgendwie vor den Spieler komme. Und da habe ich auch ein Tor gemacht. Ah, shit. Knapp daneben. Und dann kommt schon der nächste Ball. Wie soll ich den denn annehmen, ja? Ist doch schon links weg. Hä? Ja, ich stand zu weit vorne. Aha, das zählt also auch. Ja, Kopfball. Jetzt, komm mal, so ein Zielschall. Wo ist eigentlich der Spieler gewesen gerade? Der war einfach erstmal irgendwie weg. Hat Pause gemacht, hat sich was zu trinken geholt.
War zu warm. Oh, schade. Leider nicht. Ja, warum mache ich denn... Aber die Kopfbälle zählen gar nicht immer, ne? Also, ich kann das auch ohne Kopfbälle hier alles machen. Ja, jetzt treffe ich auch einen nach dem anderen. Reicht aber nicht ganz aus. Also, nochmal ein Versuch. Komm, nein, Latte, ey, komm. Schade. Ja, 10.000 Punkte, das muss man schon mal holen, ne? Oh, nee. Im Prinzip müsste man jetzt schon wieder komplett neu anfangen. Ja, das macht ja auch gar keinen Sinn mehr. Neu starten. Das macht ja sonst keinen Sinn. So, jetzt haben wir 5.000 Punkte mit einem Schuss. Und da 6.000. Und da einer daneben. Und jetzt kommt der Nächste. Ja, ja. Oh, schön. 8.000. Wir sind jetzt bei 8.000. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das auf dem Tacho? Oh, schade. Ah, jetzt muss ich mich besser positionieren. Oh, ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ja, 9.600 noch. Einer muss jetzt reingehen. Und da ist er drin. 10.600 Punkte. So muss das laufen. 5 Schüsse noch. Noch 4. Und jetzt bin ich wieder davor, aber es reicht nicht. Ja, auch das klappt hier nicht. Die Position noch nicht so optimal. Das ist auch das, was ich wirklich noch mehr üben muss, besser können muss. Da hinten gehen sie gerade ab wie Schmitz Katz. So, letzter noch. Komm, schade. Naja, gut. 11.600 Punkte. Das reicht jetzt diesmal. Und jetzt kommen wir zur Skill-Challenge. Bei dieser Übung kannst du gegen die gegnerische Abwehr auf verschiedene Weise Punkte sammeln. Durch erfolgreiche Pässe zu deinen Mitspielern, Volleys, Flares, Schüsse, Distanzschüsse und Lupfer. Achte darauf, nicht ins Abseits zu laufen, denn das kostet dich Punkte. Versuche in 4 Minuten so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Die Zeit läuft hier natürlich. So. Also hier soll man einfach mit 2 Spielern gucken, dass man da was erreichen kann. Ne? Und dann machen wir hier so ein und zack, haben wir 1.500 Punkte. Oh, das war gar nicht als Schuss geplant. Ja, nein. Flair! 1.200, keine Ahnung. Kopfball, Schabe, Weidenfeller. Oh, das wäre jetzt so ein schönes Tor geworden. So, abseits darf es natürlich nicht geben. Und BÄM! 4.700 Euro, das macht richtig Spaß hier natürlich. Ne? Das sind die perfekten Vorlagenbälle, die man so haben will. Und der geht halt völlig daneben. Oh, naja, gut, der Schuss am Ende war dann nicht mehr so schön. Ja, okay. Ah, das finde ich echt... Ah, oh, scheiße, durchgesegelt. Naja, okay, das sollte, denke ich mal, reichen. Das ist eigentlich eine ganz coole Übung, finde ich. Macht richtig Spaß. Achso, ich dachte, ich kann, da vorne ist ein Spieler, das war ja der Torwart. Ja, macht richtig Spaß, aber ich finde, das reicht jetzt erstmal. Oh, wir müssen das jetzt mit einem Tor beenden. Oh, schön. Nee, doch nicht schön. Nein, ich habe schon Schießen gedrückt. Es klappt einfach alles nicht. Bäm. Oh, hat er den noch gehalten? Ich glaube es nicht. Krass, was der noch hält alles. Ach Mann, ich denke an, da ist mein Spieler. Ich bin es doch gewohnt, dass 2 Leute dabei sind. Was wollt ihr denn? So. Naja, irgendwie schaffe ich das nicht hier mit einem Tor zu beenden. Dann ist die Zeit auch gleich rum. Ja toll, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt den Ball habe. Ja, was schieße ich denn hier eigentlich mit was für einer Taste? Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, durch jetzt hier. Ah, das war abseits. Das. Und 11 Meter. So. Und jetzt aber, komm. Ja, ja, das war geil, das Ding. So hören wir jetzt auf an der Stelle hier. So, nächstes Ding. Übung wechseln. Ich hätte das natürlich jetzt auch noch zu Ende machen können, aber das reicht ja auch mal irgendwann. Wir sind ja jetzt schon bei 8-9 Minuten und machen jetzt noch Dribbling. Und für Dribbling nehmen wir einfach mal den guten alten Ribéry. Das sollte, denke ich mal, auch hier genau der richtige Mann für diese Aktion sein. Nur ich muss es halt noch auf die Reihe kriegen.
So, das geht jetzt einfach mit dem linken Stick einfach nur. Das soll da damit geübt werden. So, und dann dadurch reicht aus. Also selbst wenn man hier einen Fehler macht, reicht es aus. Und seitlich bewegen. Dribbling. Ja, das gab es aber auch schon mal. Ach, das zählt noch. Nein, ich renne auch gegen alle dagegen. So. Nein! Nein! Nochmal! Bleib stehen, geh weg! Geh weg! Ich renne euch alle um! Ich mache euch alle platt! Beim Football würde das andersrum ablaufen. Da musst du alle treffen. Nein! Ja! Ich bin durch! Ja, aber was soll ich denn hier machen eigentlich? Soll ich jetzt einfach durchrennen oder was? Das läuft gerade, ne? Ich habe diese Taktik durchschaut und somit bin ich hiermit durch. So, Ball abschirmen. Aha, gut, hat schon mal nicht geklappt. Oh, hier, rote Karte. Im wahren Leben würde es rot geben. Ja, aber hier muss ich doch irgendwie... Hier muss ich doch irgendwie durch. Ja, das habe ich schon bei FIFA 14 nicht verstanden. Genau das gleiche Ding. Das habe ich da schon nicht verstanden. So krass, wie der sich einfach durchsetzt gegen mich. So, ja, und da klappt das auch nicht. Guck mal, der fault mich halt sowas von krass. Das tut mir ja leid, dass ich hier einfach absolut die Banane drin bin. Der grätscht aber auch wie ein Berserker da rein. Oh. Das ist alles scheißegal. Das ist einfach völlige Vernichtung des Spielers ist das hier. Ich stelle mich hier doof an, ich weiß. Ich weiß einfach nicht, wie das gemeint ist. Ich muss mir das nur nochmal in Ruhe durchlesen. So. Oh, da grätscht er ins Leere, der Noob. Und zack, hat er mich wieder zerlegt. Und zack, hat er schon wieder... Ja, das müssen wir jetzt nochmal hinkriegen jetzt hier. Ich weiß nicht, wie der das meint. Mit Abschirmen. Ich lese das jetzt nochmal gerade durch. Anleitung. Musst du alle Tore in beide Richtungen passieren. Achte auf den aggressiven Verteidiger. Leicht aggressiv, ganz leicht. Der fortwährend versucht, den Ball wegzuschaben. Du kannst sehr effektiv die Richtung ändern, indem du den Ball abschirmst. LT ist Abschirmen. LT! Das muss doch klappen. So, jetzt drücke ich mal LT. Klappt nicht. Ah, oh, nee, no, nee. Ah, ey, krass. Habt ihr gesehen, was das schon gebracht hat? Nein. Es klappt einfach nicht. Jetzt kann ich doch hier lang gehen. Kommt er doch im Leben nicht mit. Hol ihn nochmal. Was geht's denn hier eigentlich? Die Zeit oder was? Nee, noch einmal neu anfangen. Ja, das ist halt echt ein hartes Ding, muss ich sagen. Das ist ein richtig hart. Für mich ist das eine richtig harte Übung. Guck mal, hier bin ich jetzt erstmal durch. Das ist schon mal schön. Das sind schon mal sichere Punkte. Ja, komm, gib ihm ja. Nein. Und was sagt die Zeit so? Ja, ich verstehe es einfach noch nicht so richtig. Oh, jetzt hat er mich schon wieder zerlegt. Irgendwer hat hier ein geiles Tor gemacht. Irgendeiner hat hier ein geiles Tor gemacht. Oh Gott, der zieht sich gleich die Hose aus. Das ist übrigens Patrick HDX Gaming, falls ihr ihn nicht kennt. Geil. Ja. Ja, das hat mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. Dieses unglaubliche... Ja, okay, nee. Ich breche ab an der Stelle. Ich breche einfach mal ab. Wo sind wir hier? Übung 6. Ja, beenden. Nein, wo waren wir denn jetzt eben stehen geblieben? Das will ich mir wenigstens nochmal angucken. Ich denke mal, das sollte auch reichen an der Stelle hier. Das ist noch die Goldübung. Und die ist schon ziemlich haarig für mich. Ich will mich jetzt auch nicht so lange dran aufhalten.
und mach einfach im nächsten Part wieder beim nächsten Ding weiter. Fortgeschrittenes Dribbling, weil ich ja jetzt Dribbling schon so gut kann. Ja, ich will einfach mal alles kurz und knackig durchschauen. In diesem Sinne, schaut rein in den nächsten Part. Macht's gut. Bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Abonnieren, liken und im nächsten Video einfach reinschauen. Ne? Macht's gut. Ciao. Ah, jetzt darf ich nicht eingeloggt werden, okay. Ich verstehe es jetzt auch. Es ist übrigens immer noch, wie bei den anderen Videos, mein erster Versuch und es hat geklappt. Das muss man hier mal an der Stelle festhalten. Ja. Ich weiß, alle anderen da draußen sind mal besser. Die können das immer so gut. Das ist halt auch, aber es ist erst nicht. So, bei diesem Video.